So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea. Und was soll ich sagen? Erst einmal ist mir eine Sache aufgefallen, das hätte mir schon vorher auffallen können, die ja jetzt, sagen wir mal, für viele Leute sehr relevant ist. Zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ich jetzt das hier aufnehme, hat es gerade angefangen. Pride Month, was soll ich sagen? Schöne Sache. Gut, immer weiter, ne? Okay, das passt gut zu ihm. So, Sneak Attack lernt unser Jäger hier. So, wir waren da bei uns bei den Spirit Talkers einzuschleimen. Und ja, das werden wir auch weitermachen. Also, irgendwie hat es gerade gehakt. Ich schau mal kurz. Aufnahme läuft vernünftig, oder? Noch sonst keine großen Tabs offen. Alles gut, kein Thema. Dann. Ja gut, in der nächsten Runde. Früchte sammeln klappt natürlich nicht. Aber wir haben ja genug anderen Kram. Also. Wir können zum Beispiel eine Runde Pilze verarbeiten. Und gerade hier mit den Drachenknochen. Das ist eigentlich eine echt geile Gegend für uns. So, Spirit Talkers, wobei können wir helfen? We welcome you, yes, but why do you come? Some village activities wir kennen das. Können wir wobei helfen? Ask if they are having any trouble. We do have some, well, intruders. They set up camp not too far. Who wish them gone now? Okay, gucken wir uns mal an. Wie weit stehen wir inzwischen bei den Spirit Talkers? Ich fand's ja geil, dass wir auch für Shadowkin was gekriegt haben und sowas. Das ist nett. Okay, wir sind bei 23, da brauchen wir noch ein bisschen was, aber das kommt alles mit der Zeit. Wie viel braucht. Okay, das können wir erstmal vergessen. Wie sieht's eigentlich jetzt mit Knochen aus? Haben wir da noch irgendwie was gefunden? Nö. Wir haben inzwischen 30 von den Rune Bones. Damit können wir dann anfangen. Ich überlege gerade, wie viele brauchen wir nochmal für ein Dorf? 29. Dafür hätten wir sogar schon genug. Das wäre ein ziemlich krass verstärktes Dorf. Da müssten wir zuerst mal ein bisschen da bleiben. Darum würde ich sagen, vorher. Oh, ich sollte natürlich auch rasten. Das sollte ich nicht vergessen. Vorher sollten wir dann halt genug andere Leute da in der Gruppe haben und hier ein bisschen in der Nähe bleiben und schauen, was wir noch Nahrung und alles in der Nähe kriegen. So, you find a place where intruders are supposed to have settled. It's a small but thick grove. You do see some signs of humanoid presence. Search the place. You search the place and finally spot some shadow elves. Alas, they spot you too. So you haven't got much time to decide what to do. Stop, throw up your hands and say that you do not wish to fight. Just tell them they need to leave, as the goblins do not want them here. Müsste hinhauen. Jo, hat geklappt. We were merely visiting places of power where the dark yet dwells. Goblins are naturally resilient to it, so they often settle in these odd dark spots filled with mystical energy. We are not here to argue with the little folk. In any case, we only wish to harvest some of the force. We will move on soon. Ach, weil wir einen Goblin dabei haben, können wir sogar eine neue Sache machen. Aber jetzt erstmal, agree to allow them to stay and finish the rituals if they promise that no harm will come to the goblins. Insist that they depart within a day regardless. This is not their land, oder? Goblin. Who are they? Why are, who are they calling little folk? Ja, komm, machen wir mal. You are small and you are people. It is an accurate description, no? In any case, as I said, we mean no trouble. Aber dafür kriegten wir jetzt Mental Blessing. Nicht, dass wir den vorher schon gehabt hätten, aber okay, beschwere ich mich nicht drüber. Ja, komm. Sofern sie versprechen, dass den Goblins nichts passiert, ich hoffe, dass diese diplomatische Lösung funktioniert. Wir werden auf jeden Fall bei denen, das dürfte ein Shadowkin sein, wieder Punkte kriegen. Machen wir mal so. We cannot make such a promise fully, as our taking of the power may interfere with your friends, but it should not do them much harm. Ja, komm, wir lassen sie machen. The Shadow Elves stay and perform their dark rituals. Alas, the goblins are furious, as the spirits in the area are harmed badly, and so are some of the shamans. Oh. Minus 6 beim Spirit Talkers, aber 4 beim Shadowkin. Ja, das mit den Goblins müssen wir noch üben. Das war aber auch jetzt wirklich riskant, dass ich das gemacht habe. Ich wollte denen aber jetzt nicht sagen, ey, nein, unter keinen Umständen, ihr haut jetzt ab. Vor allem, wir können bei den Goblins ja auch wieder höher kommen.
Oh, Divine Word, Self-Protection und Energy Disturb. Jo, das wird genommen, aber sowas von, weil damit haben wir jetzt endlich was richtig Gutes für spirituelle Sachen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ich habe mir nämlich, passend zu dem Gott, den wir spielen, etwas Kamillentee mit Honig gemacht. Ich meine, warum sollte das nicht passen zu diesem wunderbar düsteren Gott, den wir spielen? So, neuer Versuch. Können wir wobei helfen? Nothing to do. Okay, dann sollten wir weiter schauen, was wir hier noch so an Bevölkerung und Zeug finden. Vielleicht finden wir sogar mal was von diesem Shadowkin. Könnte ja sein. Ausschließen kann man es nicht. Oh, wir können Pilze sammeln. Das klappt sogar tatsächlich mit den besten, die wir haben. You find the remains of a non-human settlement deep in the forest. Investigate? Das klingt jetzt interessant. You come across the ruins of a town. It was torn asunder by the shattering. Clearly, but more than that, there is an odd light beaming from the gash. Hunter Perception, search the place carefully. Komm, erstmal Hunter Perception, die Nummer. You find tracks of people all going in one direction, away from the place, but their walk is odd, as if their steps were made in unison, like an army. But you see children, folk with injuries, and even dogs following the same pattern. Ich würde sagen, durchsuchen wir den Ort. Den zu folgen bringt nichts. You search the ruin, but find mostly white ash and some rubble. But the more you linger here, the more you feel an odd burning upon your spirit, as if something is trying to get in. Resist it. Kein Problem. Resist this assault and are able to move away. Jo, das läuft doch. Gut, hier haben wir nur Lightbringer Spawn. Da bringt es jetzt nichts groß rumzuwandern. Das heißt, wir schauen uns mal an Orten um, die wir noch nicht kennen. Zum Glück ist bald auch der Winter vorbei. Momentan haben wir halt auch den blöden Wind. Sanity und Faith Verlust, das ist echt kacke. Oh, you find a small secluded pond surrounded by high grass and weeping willows bowing their sorrowful heads into the silvery surface. There's a figure sitting on the shore, hunched and clearly deep in thought of concern. Approach the man. Ah, visitors. Pray come here and help, for I have a conundrum to solve, and the matter is grave indeed. You feel cannot possibly refuse. Ja komm, wir kennen das einfach direkt. Nee, machen wir nicht mit. Despite the Vordnik's silver tongue and magic weaves, you are not fooled. Ach nee, das war das mit den Sternen, das hätte ich machen sollen. Für an ominous presence, see to leave the area. Ja gut, das ist... Das war die Nummer, das hatte ich komplett verpeilt. Na, erstmal hier hin. Sammeln wir ein bisschen Fisch. Ich überlege gerade, kriegen wir es irgendwo hin... Ah gut, so passt, dass wir gleich dreimal das im Grunde sammeln können. Das ist sehr gut. Und ein Level-Up für... Einmal für ihn. Der hat jetzt nicht unbedingt eine starke Sneak-Attack, aber passt. Ist hier Reliable Argument oder Showing Off? Reliable Argument macht im Zweifel mehr Schaden, ist auch insgesamt schneller, macht aber nicht die Betäubung. Trotzdem würde ich sagen, Reliable Argument ist im Zweifel besser. Gut, was haben wir hier noch? Unter anderem Knochen, bei denen wir nicht gut genug sind, die zu sammeln. Aber das hier kriegen wir hin. Bisschen Holz schadet auch nicht. Wir werden mit Sicherheit auch noch andere Dörfer hier finden. Also andere Siedlungen müssten hier irgendwo auch sein. Demon's Circle, Stufe 7. Das lassen wir, würde ich sagen, mal. Ah, you come across a small hamlet of houses. Hear terrible cries... Ach, wir kennen... from one of them, and you see a child sitting outside covering their ears. Approach the child and ask what is going on. Oh, sorry. It's Uncle Tobias. Tobias? Ich weiß es nicht. Again. He's a hunter, but he's really weird. He lost his bunny again and he just cries and shouts all day. They told me to watch him, but I'm really sick of it. Can you tell him to stop or leave? We all had enough. He attacked me and my dad because he thought the stupid bunny was at our place. Wir werden mal mit dem Mann reden.
You walk into the house and see a man clutching a bunch of white fur. His eyes are bloodshot and swollen, his hair unruly, and he is pacing up and down the room. He spots you and grabs you by your clothes. You, have you seen him? Have you seen Bunny? Or did you kill him? Oh no, 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 don't say that, no. The boy looks at you and throws up his arms. Tell the man to calm the hells down, he is scaring the child. Say that you will help him find his bunny if he promises to stop behaving like this. Ja komm, wir werden ihn nicht umbringen. You will, oh my, thank you. He's small, like this, and he is white and fluffy, and he likes carrots. And when he got lost, all I found was this odd drawing of a tree. The man is in no state of to accompany you. Oddly, you recognize this tree. You pass it on your way here. Mark it on your bed, but leave. You're good. Interessanterweise, das ist auf dem Weg hierher, aber da waren wir noch nicht. Naja, werde ich mich nicht drüber beschweren. Okay, ah, da sind wir dann auch schon. You follow the trail of the lost bunny and find a pack of wolves circling the area. The howling sounds desperate, not aggressive. Almost every wolf in the pack is injured in some way. One has a broken paw, one a small nose, another a bitten ear, and one looks like it was chewed and spat out. Observe the wolves further. You see the alpha run out from behind a tree, shouting, Nupagadi! He has a branch stuck in his eyes. He turns to you and speaks. Wenn der Wolf redet, soll ich ihn vielleicht anders sprechen. So. Oh, it is bad. So bad. All we wanted was some good rabbit meat. Juicy, succulent. But that damn thing, it is as fate itself protects it. Please, please take it away. Look for the bunny. Ist es das Killerkaninchen? Nein. The wolves point you to a small clearing where a white bunny is grazing. All around you see oddities, broken traps and pieces of wolf fur. There's a dead wolf under a stone that must have fallen from the sky. The bunny occasionally stops grazing and it starts dancing and humming a tune. Then it stops and eats again. Go get the bunny. Intelligence. Figure out a way to get the bunny safely, as there's clearly something odd happening here. Das könnte klappen. Ja! Yay, bunny! You figure out that an odd turn of fate creates a distraction merely seconds before the creature is to be taken. Once you know the pattern, it is easier to work around it. You finally approach the bunny and try to grab it. At the last second, it begins its odd little dance, but you are ready to such twists and you nab it and put it into a basket. You hear grateful howls from afar. Bunny! White fluffy ghost. Increases gathering, increases wits, max faith. Go find the rabbit man. Ach, bei Night Demons, weil wir den Wölfen geholfen haben, 3 Punkte. Ah. Da habe ich noch mal kurz einen Schluck getrunken. Die Knochen sammeln klappt nicht, nein. Und da haben wir wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie. Wir haben keine weiteren Knochen gekriegt, oder? Nee, passt. Was war das bitte für eine komische Nummer mit dem Kaninchen? A demon is approaching you aggressively. Magic user, defend yourself by the strength of your spirit. Ja gut, das sollte kein Thema sein. So. Eisenschwert gekriegt. Oh, der Goblin hat ein Level up. Wir können Goblin verstärken, wir können aber ihm auch erstmal Showing Off geben, was eine ziemlich geile Sache ist, wenn er überhaupt eine vernünftige Fähigkeit hat für sowas. Wer hat schon ein reliable argument, dann verstärke ich nur den Goblin. Dann gibt es halt mehr Rituals, mehr Research. Das gefällt mir. So. The bunny man, Tobias, finds you on your way back. You found him. Thank you so much. I shall come with you and be at your service from now on. Oh, and Radio gave me this gift for you. Said to tell you thanks and good luck. Whatever does he mean, odd child? Leave together. Ja gut, dann haben wir jetzt einen weiteren Jäger. Nicht, dass der viel kann, aber wir haben einen weiteren Jäger. Und der ist creepy. Ich würde sagen, das Erste, was wir machen, ist dem Jäger seinen Hasen geben. Und er kann ein Gathering Tool zum Beispiel bekommen. Und hier haben wir Clay Spear. Das Ding ist nicht mal besonders gut.
Eine Rüstung trägt er schon. Topaz Scroll. Scaled Artifact. Gib mir. Ach, den Schild kann er nicht mehr dazu tragen. Dann. Wie viel wiegt das Schwert? Das Schwert ist sogar ein Ticken leichter, aber damit kann er den Schild dann trotzdem nicht dazu nehmen. Ich würde ihm einfach das Schwert geben, weil es im Zweifel in meinen Augen besser ist. Was haben wir da überhaupt? Enemy Group. Ach so, das ist jetzt wieder sowas mit Seductive Lyric, bla bla. Komm. Kein Problem. Und wir kriegen Gemüse und eine Axt. Und wir werden uns weiter umsehen, auch wenn ich jetzt bei diesem Dämonenzirkel ein bisschen vorsichtig sein werde. Aber der ist sofort... Ach nee, das... Die sehen gleich aus, Mist. Der sieht so aus wie unser Auserwählter, das ist nicht richtig so. Naja. Passt schon. Oh, found a small abandoned house. Most of it has collapsed. You see sense that someone tried to move the debris to get to something, but their efforts failed. Move the debris yourself. Kein Problem. You managed to move the debris and find an odd cellar, old cellar. Perhaps this was a hunter's lodge, and you may find trophies and leathers. Much of the equipment has rotted away, but some is salvageable. Yep. Yay, blood bones und Ember Wand und so wat. Erstmal hier unser guter Tobias Witz. Hier kriegt Destiny, das ist super. Und wir können jetzt weiter forschen. Ich wollte jetzt hier auch die Wands verbessern. Da ist jetzt eine Ruine aufgetaucht. Können wir auch später noch hin. Lightbringer Spawn und hier ist noch eine Ruine. You found the remains of an old of a settlement deep in the dark forest. Investigate. You search the old ruins until you realize the dark foreboding mist is descending upon this place. The black mist is a dreaded remnant of the days of darkness and here in the lands of elves. It detained hits with more potency. Call upon Turmoil magic to shield you from the darkness? Ja, könnte passen. Your domain shields you as the dreaded mist tries to claw its way into your very souls. Still uneasy from the experience, you can try to search this place for loot and hope the mist won't come again come after you again. Take what you find and leave. Ordentlich ancient wood. Ja, das lief. Kann man mal machen. Wir können auch jetzt wieder so ein bisschen kochen, insbesondere mit dem Gemüse und sowas, was wir gefunden haben. Aber stimmt, wir haben ja auch Fisch gesammelt. Machen wir doch einfach mal Fischcake. Aber was ich am Anfang erwähnt habe mit Pride Month und sowas, ich persönlich finde es ehrlich gesagt ziemlich traurig, dass sehr viele Leute immer noch quasi angefeindet werden oder darunter leiden müssen, wenn sie eben sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen oder sonst irgendwie, sagen wir mal, aus der Reihe tanzen. Das ist, finde ich, sehr schade. Oh, your camp is besieged by a group of humanoids lurking in the darkness. Keep calm and we all shall get what we want tonight. Ja, wir kennen das. Wir geben euch etwas Blut ab, kein Thema. Night Demons 3 Punkte. The day is clear, yet suddenly before you hangs a single dark patch of thundering clouds. It is moving... Ach, wir kennen das. Investigate. Jart, ja, wir helfen. Weltner, ask of the Demon Deal. Bitte im Farewell. Ja, passt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen... Oh, sogar gar nicht mal schlechte Talismane und sowas bekommen. Machen beide zwei Weapon Block. Das Ding hier hat increased Personal Carry Limit. Das braucht er nicht. Das Ding hat zwei Weapon Block. Zwei Weapon Block. Hurry up, da kriegst du stattdessen Weapon Block. Das Ding hat drei Weapon Block und das Ding hier hat Hurry up. Dem könnten wir mal das persönliche Tragelimit erhöhen. Vielleicht kannst du dann... Ja, dann kannst du den Schild tragen, schon klar. Trinke ich jetzt kurz noch einen Schluck drauf. Man will den Tee ja auch nicht komplett kalt werden lassen. Oh, Moment, wir haben ja jetzt auch Zeug gefunden. Damit können wir das hier machen. Gobbo, an die Arbeit. So, er hier. Outmaneuver. Schaden tut dort nicht.
Aber ich würde sagen, mache ich hier einen Schnitt. Nein, noch nicht ganz. Es ist noch ein bisschen. Ich sehe gerade, es ist doch noch nicht ganz die 20 Minuten voll und wenigstens die möchte ich voll machen. Zumindest auf meiner Uhr. Kann auch sein, dass ich 10 Sekunden zu spät gedrückt habe. So, dann erstmal noch hier. You discover the ruins of an ancient human cemetery, one where burial was clearly custom. There are gravestones with faded markings and even some large stone crypts. Have a closer look. You enter an ancient human graveyard. Here you feel the presence of otherworldly beings lingering in dark corners, but they do not react to you in any way. Good, look for useful resources without disturbing the dead. Oh, gute fur robes, aber auch nur 9 shielding. The cemetery looks like it's been looted many times before. There's some rubble and dirt. You do, however, find a faded pentagram and a dead body that is not buried. Among its rotten belongings, you find a map drawn on a piece of leather. Take the map and leave. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Ziel und das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr habt Spaß, das konstruktive Kritik, da vielleicht ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Thea 2. Bis dahin, Cheerio!